Das heißt, es wird immer nur das unglaubliche Phänomen des Bewusstseins über ein Bewusstsein, über einer Wahrnehmung seiner selbst und der Welt betrachtet, aber nicht dessen gleichzeitigen Selbstschutz, der Verklärung und der Verschleierung im Moment des tatsächlichen sich selbstbewusstwerdens und des tatsächlichen Bewusstwerdens des Existierens mit den damit verbundenen Konsequenzen. Wobei das zweitere Phänomen der klare Hinweis ist auf den Durchlauf von etwas Anwesenheit zu Abwesenheit, Nichtigung, Auslöschung. Über den Rand der Medaille mit den beiden Seiten hinweg.